Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore, weiter an der Zombie Farm, Zombie XP Farm. So, hier müssen wir ja dann, zack, ja. Genau, das muss jetzt zugemacht werden. So, machen wir hier mal eine Fackel hin. Ja, können wir das auch zumachen. Nicht, dass da doch zufälligerweise, warum auch immer, etwas spawnt. So, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wo wir die dann raus haben wollen. In welche Richtung. Wenn wir jetzt hier gucken, nach Westen. Dann machen wir es nach Westen gleich. So, dann schauen wir einfach mal. Minus 39, das müssen ja mindestens 22 Blöcke, also sind es minus 19, minus 17, müssen wir dann hochgehen, wenn wir auf der Höhe bleiben. Das ist dann... Wasser fließt ja 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wird es bis hier, quasi bis hierhin gehen. Machen wir hier mal eine kleine Wasserquelle hin. Also wir müssen sogar bis minus 16 hoch. Weil hier sind ja dann die Hopper. Minus 16. Merken. Kies, aber nicht so viel. Na, wir schauen mal. Das ist ja hier den Weg, das Außenrum, das machen wir dann alles so Stück für Stück. Minus 16 haben wir jetzt gesagt. Also minus 31 sind wir. Oh, Gold. Das nehmen wir doch gerne mit. Glücksi. Also Gold kann man nicht liegen lassen. Also 10 Blöcke müssen wir ja quasi noch hoch. Oder wir machen halt nur so hoch, wie wir mit den Kies kommen. Na doch, das passt. Na doch, das dürfte sogar aufgehen. Ja, dann nehmen wir das auf der Höhe dann. Da sind wir bei minus 17. Wie abgezählt. Wir müssen jetzt nach Westen. Genau, 8 Blöcke. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Und 8. Jetzt müssen wir uns hier runter. Wo denn theoretisch gesehen haben wir da nur einen Wasserblock, der uns wieder auffängt.
Da hier ist es jetzt nicht schlimm, wenn hier eine Fackel ist. Weil die verbrennen ja nicht durch die Fackeln. Aha. Okay. Das ist nicht schlimm. Machen wir uns mal sicherheitshalber hier erstmal ein Planschbecken hin. Dass wenn wir nämlich von dann da oben runterkommen, nicht dann runter plumpsen. Oder uns die Knochen brechen. Das muss auch nicht sein. Gut. Fackel haben wir da. Ich muss nämlich erstmal den Kies hier wieder. Uns wiederholen. Jetzt brauchen wir Schilder. 1, 2, 3. Oben 4, 5. 5 Schilder. Ja, haben wir 6. Das ist nicht schlimm. Dann brauchen wir Wassereimer. Ich nehme noch einen zweiten Wassereimer mit. Denn wir müssen ja dann. Der Seetang wächst ja auf Kies. Müssen wir mal kurz ausprobieren. Aber ich glaube, ja, den hatten wir ja schon auf Kies gesehen gehabt. Wir schauen einfach mal kurz. Wasser. Ja. Gut. So, jetzt müssen wir nämlich hier die Wasserquellen platzieren und den unteren Block müssen wir dann aus mit Soul Sand machen. So, jetzt müssen wir planen. Wenn die jetzt hier gleich hier hoch kommen, dann müssen wir auch das Schild hierhin platzieren. Eins da und eins dorthin. Dann, und hier kommt dann die nächste Wasserquelle, die fließt dann nach da vorne. So, den nehme ich jetzt gleich mal weg. Dass das Wasser dann runterfließen kann, wenn wir dann das abgesetzt haben. So, das spült dann die Zombies hier rüber und wir fallen jetzt ins Wasser. So. Da kommt das Wasser. So, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht ertrinken. Jetzt machen wir aus dem fließenden Wasser eine Wasserquelle. So, wieder hier rüber. Jetzt brauche ich unseren Soul Sand, sonst bringt uns das alles nichts. Soul Sand einer langt, weil dann stehen ja die Blubberblasen, die unsere Mobs dann hochtreiben. So, blubber die blubbern, wir probieren es. Jawohl. Und Flammen und dann blumps. So, gut.
Wir müssen jetzt theoretisch gesehen nicht nochmal da rein. Nehmen wir jetzt hier die Fackel weg. Bevor wir aber die Fackeln von dort entfernen, müssen wir uns jetzt hier unsere Killstation bauen. Dass wir dann dort in Ruhe die Mobs klatschen können. Ich würde gleich eine größere machen. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Quasi gleich mal hier mit neun Hoppern. Gut, dass wir das Bambusholz noch mitgenommen haben. Ja, wir machen Kisten, denke ich mal. So, also. Kann das sogar hier alles wieder weg? Die Kiste muss dann sogar auch weg. So, räumen wir erstmal alles hier rein, was wir dann gleich wieder brauchen. Und dass das mal hier rüberkommt, dann nehmen wir das nämlich gleich als letzte Output-Kiste. Ja, jetzt wäre hier das Tweak-Gut, wo man hier bloß mit der Maus Shift rechts shiften und dann klicken, durchklicken kann, aber ist jetzt nicht so gut. So, also, der kommt auch weg. Dann müssen wir das hier auf jeden Fall bis hierhin wegmachen. Wegen, dass wir hier dann auch unsere Teppiche drauflegen können. Natürlich ist es jetzt erstmal bloß die einfachste XP-Form, die wir machen können. Ich will jetzt noch nicht in den Nether gehen, mich durch die Decke glitschen und dann gleich die Goldform anfangen, weil wir bräuchten dafür erstmal wiederum ein wenig Matz zum Reparieren. Stimmt, jetzt ist die Kiste hier am Weg. So, hier machen wir dann Slabs drunter und dann müssen wir das hier auch noch wegnehmen, dann hier am besten auch Slabs hin platzieren. Ich nehme mal lieber noch einen Wassereimer mit. Ist, glaube ich, immer gut. So, da können wir uns dann hier mit Slabs hin bewegen. Vielleicht bringen wir dann noch unseren Max Enchanter hier runter. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier ein paar Fackeln setzen, damit hier nichts bohren kann. Was ist denn das jetzt? Die Fledermäuse sehen jetzt nicht mehr so schön aus, finde ich. Wie findet ihr die Fledermäuse?
Schön, hässlich, schreibt es ins Kommentar. Ja, wir brauchen schon einige mal. So, damit wir hier auch dann was sehen können. Ah, Scanporter wollte ich jetzt nicht. Weil da fallen dann jetzt hier auch nicht die XP-Kügelchen runter. Und wir können die dann schön einsacken. So, also der Schacht ist fertig. Dann können wir uns hier hinstellen, schnetzeln. Jetzt müssen wir das quasi hier aktivieren. Wie löse ich das? Beim letzten Mal hatte ich ja dann mit hier Leitern gearbeitet. So, da kann ich dann hier fix hier hoch und das weghauen. Die letzte Fackel kann ich von hier. So. So. Und dann müssen wir jetzt warten, bis die hier runterplopsen. Und dann können wir die halt wegschnetzeln. So, wir nehmen halt jetzt nur die wichtigsten Sachen dann wieder mit hoch. Knochen für etwaige Hunde. Das Schild kann hier unten bleiben. Beile, Hammer 64. Sorry, das musste ich jetzt so machen. Haben denn die jetzt hier alle her? Da. So, also heißt, wir müssen hier ein bisschen absichern. Mal noch ein bisschen Cobblestone.
Ja, dann müssen wir das hier dann alles sicher bauen, dass wir in Ruhe die dann schnetzeln können. Aber es funktioniert. Schon die erste Kartoffel. Schön. Ja, ich komme gleich. So, alles klar. Schon Level 29. Aber so, sobald wir mal Level 29 sind, machen wir dann mal 30. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich sage erstmal an der Stelle. Kommt, einer muss noch. Ich brauche noch ein Thumbnail. Komm, jetzt muss noch mal einer runterploppen. Ah, jetzt kommen sie. Ja, die sammeln sich erstmal oben. Also, ich sage an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.